ich bin Gamer. Ja, hallihallo und herzlich willkommen bei Fliptrick LP. Ja, und heute, was gucken wir uns da an? Nämlich Hawken, ein neues, in Klammer Free-to-Play, würde ich mal sagen. Aber dieses Spiel ist derzeit bei Early Access und kostet, also mit dem Nemesis-Bundle, um die 28 Euro. Aber nichtsdestotrotz, wieso war ich jetzt lange Zeit weg? Wegen meinem PC, würde ich mal sagen. Und ja, der hat halt komische Geräusche gemacht. Da habe ich mir gedacht, echt, ich spiele hier neben einem Kernreaktor, ne? Und ja, jetzt läuft es wieder. Jetzt habe ich mir einen neuen Lüfter reingebaut. Und jetzt funzt es. Und wir gucken uns gleich mal an, was dieses Spiel so zu bieten hat. Als erstes, in der Einführung, was wir hier sehen, werde ich jetzt nur mal das Menü mal zeigen. Und im Part 2 gucken wir uns dann mal Training an. Und zu Part 3 gucken wir uns an den Online-Modus. Also kommen wir jetzt zu Part 1, Menü. Ja, wie ihr seht, haben wir hier oben mit dem Bundle kriegt man hier 720 Meteor. Das heißt, ja, also das ist halt mit Echtgeld zu kaufen, dieses Meteor, ne? Und man kann sich halt, ja, im Markt halt sich austoben. Und dann hat man hier die, wenn man halt spielt, kriegt man dann auch Geld. Das ist die, also Ingame-Geld, ne? Ingame-Money, würde ich mal sagen. So, dann haben wir hier den EXP-Boost. Ja, warte mal, man kann sich auch hier den Boost kaufen. Kaufe einen Boost, um doppelt so viele Erfahrungspunkte zu verdienen. Wie gesagt, ich habe noch nicht online gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ja, was das so ist. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nicht online spielen, denn ich wollte ja unbedingt, dass ihr alle mit dabei seid bei meiner ersten Runde. Und wir gucken uns gleich die Garage an. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier ganz viele Roboters. Die kriegt man nämlich nur bei Nemesis Bundle. Und den Predator habe ich, also den müsste ich mir jetzt kaufen. Das ist sozusagen, denke ich, jetzt nur so ein Testroboter. Also man kann den einfach nur testen. Und ja, das gefällt mir wirklich gut. Also, also Rocketer ist wirklich mein Lieblingsroboter. Haben wir auch ein Equipment. Natürlich, da sieht man halt. Okay, was habe ich jetzt geklickt? Aha, okay, hier. Die Waffen sieht man hier. Kann sich auch im Shop Waffen kaufen. Natürlich haben wir hier auch. Oh, was habe ich denn hier? Turm. Das habe ich nicht gewusst. Was ist das? Dank automatischer Bewegungssensoren kann dieser Turm den Feind in der Bewegung ausschalten. Aha, okay. Ja, das sind sozusagen, würde ich, ich denke, das ist dann, sind dann die Fähigkeiten. Ja, das müssten dann die Fähigkeiten sein. Man kann sich hier Fähigkeiten auch kaufen, wie ich hier sehe. Reparatur. Damit die Reparatur wahrscheinlich schneller geht. Genau, schnell die Panzerung. Okay. Was haben wir hier? Interne. Ist auch, denke ich, irgendwas mit. Mit Fähigkeiten müsste ich mir nochmals angucken, aber wie gesagt, Verbrauchsgegenstände, ja, das ist halt, was wir in dem Roboter drin haben, zum Beispiel Jumpen, ganz hoch springen, da haben wir noch mehr, Springer Kit, Emergency Pack, Emergency, genau, so, aber dann haben wir den Stil. Da könnt ihr den Roboter sozusagen, ja, ein bisschen verschönern, ne? Und das kostet auch Geld. Aber ich meine, Skin, also für mich ist der Skin eigentlich ganz egal. Normalerweise nehme ich da auch immer rot. Ich weiß nicht, wieso der immer grün wird. Also man sieht jetzt, um die Seiten ist alles rot. Und wir haben hier unten, da müsste ich jetzt, wo war denn das? Den Nemesis. Da haben wir den falschen Roboter. Da müssen wir Rocketer nehmen. Nur bei gewissen Robotern funktioniert der Skin. Also hier. Demo Nemesis.
Ja, cool. Coole Sache, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier den, ja, also. Ja, ich denke nicht, dass man damit jetzt höher springen kann. Mit dem Jetpack. Naja, keine Ahnung, ob das jetzt nur zur Attraktion dient oder ob das wirklich funzt. Aber der sieht doch eh gut aus. Der Standard, ja. Dann lassen wir es so. Ist doch egal. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, bei den Roboters. Sieht alles cool aus. Grenadier. Wir haben hier auch den Assault. Das nehmen meistens die Neulinge. Ja, ist nicht schlecht. Aber es gibt halt bessere. Also für mich eindeutig Rocketer. Einer der besten. Wirklich geil. Aber wenn ihr es sehen wollt, dann zocken wir halt mit dem Assault. Weil viele zocken ja mit dem Assault. Ja, es gibt hier ganz viele Sachen. Markt haben wir hier. Blöderweise weiß ich jetzt nicht, wofür das hier ist. Ich denke für die... Aha, okay, jetzt ist... Ja, das ist auf jeden Fall für den Skin. Blöderweise steht es nicht drauf, was das ist. Zum Beispiel hier. Hier steht es zum Beispiel drauf. Bewegungssensoren. Ja, ist ein Turm, ne? Und blöderweise stehen bei solchen Sachen hier nichts drauf. Aber das sind, denke ich, so die Skins. Die Aufbauskins. Genau, den habe ich hier. Den Nemesis. Und das ja, sind die neuen Gegenstände im Spiel. Was man hier sieht. Coole Sache. Da haben wir auch Mechs zu kaufen. Firefighter. Den würde ich mal gern mal holen. Sicher ein geiler Roboter. Auch der Sharpshooter. Und wenn wir hier draufklicken, können wir auch sehen, was sie hier für Waffen haben. Ne? Tuning und Gegenstände, ja. Also wie gesagt, das kostet hier auch Geld. 12.000, aber ich denke, dass so das Geld kommt. Wir haben jetzt 8.400. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir jetzt zocken, ob wir auch wirklich genügend Geld bekommen. Das werden wir dann sehen. Dann können wir hier den Boost kaufen. Für 3 Tage, 7 Tage. Ist schon relativ teuer, würde ich mal sagen. Also ich habe hier 720. Kostet, ja, also jetzt weiß ich nicht in wie viel Euro, aber 625 Meteorsteine. Ja, müsste ich nochmal gucken. Hawken Credits Booster und Erfahrungsbooster. Ja, dann Gegenmaßnahmen, Holdpox kann man sich auch kaufen. Aha. Emblems, das sind halt, ja, die Skins. Für den Profil, also für das Profil. Ah, ich habe jetzt sogar... so, für das hier. Okay, cool. Dann, ja, nehmen wir doch das hier. Gibt es da noch was free? Nee. Die muss man sich sogar mit... Nee, die sind mit Echtgeld. Genau. 2800, lol. Also da ist man halt so ein Goldmech. Hat man so ein Goldmech im Profil. Geil. Karriere, ja. 0000. Noch nicht gezockt. Aber... Hier seht ihr alles über eurem Profil. Da kann nichts mehr schief gehen. Und ab Level 2, 3, 4, 5, 6. Also da bekommt man ja auch, ich denke, irgendwelche Fähigkeiten. Ja. Eine coole Sache. So. Einstellungen auch wirklich geil gemacht. Alles, was man braucht, ne, hat man hier. Was auch cool ist, Push to Talk, habe ich jetzt gar nicht so bemerkt, ne, im Spiel. Aber man kann auch im Spiel reden, also wie bei Counter-Strike, wirklich cool. Geil gemacht. Und ja, wie gesagt, ich kenne mich jetzt selbst nicht so aus, deswegen kann ich jetzt nicht alles auswendig. Auf jeden Fall in den folgenden Let's Plays werde ich mich auf jeden Fall ein bisschen mehr auskennen. Ja, und jetzt werden wir uns gleich im Gefecht stürzen und damit... verabschiede ich mich und bis zum Part 2.